In der vierten Casting-Folge von Deutschland sucht den Superstar erlebte die Jury um Pop-Titan Dieter Bohlen einen echten Schockmoment. Kandidatin Jessica stellte sich zunächst noch selbstbewusst vor und erzählte von ihrer Gesangsausbildung. Doch nach ihrer enttäuschenden Performance des Songs Für dich brach die Kandidatin plötzlich vor der Jury zusammen. Ein Produktionsmitarbeiter schaffte es gerade noch, die Brasilianerin aufzufangen und Schlimmeres zu verhindern. Jury-Urgestein Dieter Bohlen zeigte sich geschockt. Ich habe es gesehen an ihrem Gesicht. Ihr entgleisten wirklich die Gesichtszüge. Doch nach wenigen Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. Es war der Kreislauf, der Studentin zu schaffen gemacht hatte. Mit einer Cola in der Hand stellte sich Jessica dann noch der Jury. Doch ihre gesangliche Leistung konnte die Juroren nicht überzeugen. Dieter Bohlen verabschiedete die 28-Jährige mit den Worten: Mach das lieber als Hobby weiter. Alles Gute.